Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4a der Volksschule Feistritz im Drautal, das überregionale pädagogische Beratungszentrum Hören in Kärnten und das Kärntner Medienzentrum präsentieren den Trickfilm Die verrückte alte Zwergengruppe. Es lebte einmal eine Zwergengruppe. Sie wohnte in einer alten Eiche. Der prächtige Baum war umgeben mit Veilchen. Alle Zwerge, Lilamäul, Nasenstift, Mäusebällchen, Blaudampf, Räudergelb und Blumengeist hatten es sich im schönen Baum gemütlich gemacht. Keiner wusste von ihnen, denn der Baum, in dem sie lebten, war auf einer großen Wiese und daneben war gleich der kleine Herzbienensee. Sie lebten nämlich in Herzbienen. Das war ein Dorf, wo keine Menschen hinein konnten. Es war deswegen so geschützt, weil eine große Hülle das Dorf unsichtbar machte. Eines Tages aß Mäusebällchen wieder sein Honigbrot mit Veilchenzucker und Blütenstaub, während Lilamäul, Blaudampf, Räudergelb und Blumengeist Fische aus dem See fingen, nagelte und hämmerte Nasenstift wieder einmal auf seiner Flugmaschine herum. Auf einmal flog ein riesiger Adler durch die Luft, denn Tiere durften in das Dorf. Alle Zwerge versteckten sich schnell, außer Mäusebällchen, der noch immer sein Brot genoss und sich wie immer nicht zu helfen wusste. Der Adler flog auf ihn zu. Streng schaute er ihn mit großen Augen an. Plötzlich streckte er seine Greifkrallen aus und nahm Mäusebällchen mit. Die anderen Zwerge waren entsetzt. Sie liefen schnell zum Zwergenzauberer Boostermaul. Dieser wusste gleich, was zu tun war und zauberte den bösen Vogel zu den Zwergen zurück. Dann ließ er ihn mit einem weiteren Zauberspruch erstarren. Schnell befreiten die Zwerge den noch immer kauenden Zwerg Mäusebällchen. Nachdem sich alle mit Mäusebällchen zusammen wieder versteckt hatten, löste sich der Zauberspruch des Zauberzwergs Boostermaul und der Adler flog in den Himmel hinauf. Nun veranstalteten die Zwerge eine große Party. Sie grillten die gefangenen Fische und probierten Nasenstifts Flugmaschine aus. Die Zwergengruppe war wieder fröhlich und beruhigt, dass Zwerg Mäusebällchen wieder da war. Und wenn sie nicht von einem Adler geschnappt worden sind, dann leben sie noch heute.